Jo, herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich habe jetzt mal nach diesem Brief einer Liebenden, nach dieser Quest, die ihr oben rechts sehen könnt, nachgeforscht, was da zu tun ist. Ich kann den noch gar nicht lösen, also ich bin jetzt doof dazu, ich kann den noch gar nicht lösen. Und zwar, ich spiele jetzt übrigens wieder mit Controller, das ist für mich wieder eine Umstellung, Tagebuch brauche ich. Aber ich habe so einen Controller und ich möchte ihn auch benutzen. Schließlich hat das Ding Geld gekostet und liegt sonst nur ungenutzt rum. Wie heißt es hier? Bring Felandardis zu dem Baum auf dem Hügel. Das muss irgendeine Pflanze oder irgendein Rohstoff sein, den man sammeln kann. Den gibt's aber hier in dieser Zone nicht. Den finde ich frühestens in Val Royeau, also sehr spät im Spiel. Ich kann also aufhören zu versuchen, diese Quest zu erledigen. Machen wir lieber, was ist denn das hier? Hol dir den Ring, das klingt nach einer tollen Sache, das machen wir doch. Hol dir den Ring, Questkarte. Wo finde ich diese Quest? Das klingt nach einer tollen Sache hier, ein Bauer und Abtrünniger. Dann reise ich mal dahin und schauen wir mal. Das sieht nach einer tollen Sache für diese Folge aus. In der letzten Folge ist ja nicht wirklich viel passiert. Wir haben versucht, dieses Rätsel da gerade zu lösen. Und, ja, hoppala, das ging aber schnell. Also wir haben versucht, dieses Rätsel zu lösen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Das ich noch nicht lösen kann. Ich hätte gerne eine Markierung hier. Wegpunkt Wechsel. So, genau. Ups. Ich muss mich erst wieder an die Controllersteuerung gewöhnen. Wie schaut es eigentlich mit Tränken aus? Stopp, wie geht das jetzt gleich wieder? So. Ist nicht voll? Gut. Muss mal ganz kurz checken. Schließlich muss ich die Fähigkeiten sofort zur Verfügung haben. X, V, Y, B. Was ist A gleich wieder? A ist interagieren, genau. Gut. Und wo war... Genau. Da weiß ich wenigstens, wie das mit dem Taktikmodus funktioniert. Und wo geht das gleich wieder? Ah, hier, genau. Hier geht suchen. Und was ist der hier? Gar nichts. Und... Aha, so... Wechsel ich zwischen den Dingern hier. Ja, ist schon eine Weile her, dass ich es mit dem Controller versucht hatte. Elfenwurzel. Das Aufsammeln mit dem Controller ist irgendwie einfacher, weil, keine Ahnung, insgesamt besseres Handling. 65 Gold, aggressiver Bogen. Inventar, den gucke ich mir mal an, aber ich glaube, der ist schwächer. Ich habe schon einen mit mehr Schaden. Dalish Jagdbogen. Aggressiver Bogen. Warum kommen denn da keine Werte? Nein, ich will 49, 66. Waren da nicht immer die Werte drin zu sehen oder keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall 66 ist mehr als 49. Das ist, da brauche ich nicht Adam Riese heißen, um das. Wer bist du denn? Besagter Speer. Ach so, ja, genau die Sache. Ganz kurz Karte checken. Ich muss jetzt irgendwie darüber. Wie bewerkstellige ich das? Wahrscheinlich. Fluchtritz, wo steckst du nur? Ja, wo steckst du nur? Wahrscheinlich muss ich da runter und dann links abbiegen, nach links halt, also nach, nicht da wo rechts ist, sondern in die andere Richtung. Hoppla, was bimmelt? Das Zelt bimmelt, nee, das sammle ich jetzt nicht ein, das Zelt. So, läuft gerade schön. Und solange es nur selten lackt oder so, habe ich ja. Moment. Ich brauche jetzt mal ganz kurz Verstohlenheit. So, und dann Y. Bup. Und im feste Druck, Leute.
gleich genug. Das nächste Ziel. Sie schießt jetzt wenigstens nach vorne. Das muss an der Grafikkarte liegen. Die alte Grafikkarte hat wohl irgendwie manche Sachen nicht richtig berechnet. Sie schwebt auch nicht mehr. Sie läuft jetzt so, wie es eigentlich sein soll. Spezialistenwappen nehmen wir doch. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Hallo, nein, du sollst darauf. Will er Alba hier nicht rum, dir schauen Millionen Zuschauer zu. Ich sag's dir doch immer wieder. Ausgang. Der ist schwächer. Baumwollsamt. Ja gut. Und wieder. Oh. Hallo. Mal ganz kurz Taktikmodus, wenn ich ihn schon habe und verwenden kann. Mit der Maus habe ich ja irgendwie nie richtig rausgefunden, wie ich das mache, ne? Das ist Level 7. Das ist auch Level 7. Brennend, verhöhnt. Und, ja, genau. Ich möchte den Taktikmodus eigentlich schon nutzen. Schon weil mir klar ist, dass ich früher oder später den Umgang damit lernen muss, sonst kriege ich stärkere Gegner nicht klein. Räuberkriegsbeil. Yay, 85. Nehmen wir mit. Dann erstmal diesen Sack plündern. Elfenwurzel und irgendein Gedöns, das ich jetzt nicht schnell genug gelesen habe. Kunari-Streitaxt. So. Nix. Aha, habe ich mir doch gedacht. Warte mal, ich könnte ein bisschen Bitterleder brauchen. Nein, nicht. Wir sollen nicht Steine jagen. Ich möchte, dass du Bitter jagst. So. So. Und jetzt hat er gar kein Leder, ha? Was bimmelt hier? Elfenwurzel. Und. Ja, ich meine, die Maussteuerung hat schon auch seine Vorzüge. Relativ leichte Übersicht über die Skills, weil die unterhalb der Leiste sind. Und hier muss ich erst umständlich diese linke Taste da drücken, damit das Menü unten rechts umschaltet. Also das ist mit der Maussteuerung ehrlich gesagt besser gelungen. Aber ansonsten spielt sich mit so einem Controller schon besser. Die Menüführung mit der Maus ist mir an und für sich auch sympathisch gewesen. Muss halt mal ausprobieren, was mir letztendlich mehr liegt. Und dann kann ja auch mal so spielen. Hey, was ist denn mit euch los? Jawohl, tötet sie alle. Oder so ähnlich. Und tschüss. Alter Verlobungsring der Dalish. Dieser Ring wurde bei einigen Templern gefunden. Damit ist die Quest wohl erledigt. 100 und Brief. Brief. Templerlager. Als das Reich von Tevinter sagte, die Magier sollten die Menschen beherrschen, haben die Aufrichten gegen diesen unrechten Erlass aufbegehrt. Als der Zirkel sagte, Magier sollten ohne Konsequenzen mit unheiligen Geistern in Kontakt treten dürfen, haben die Aufrechten gegen diesen unrechten Erlass aufbegehrt. Jetzt sagt uns der Lordsucher, wir sollen uns nach Valroyo zurückziehen. Meine Brüder, ich sage euch, wir sind die Aufrechten und wir müssen gegen diesen unrechten Erlass aufbegehren. Unser Kampf muss weitergehen, bis kein Magier mehr atmet. Streift diese feigen Fesseln ab und stößt am Fuß der Wegstraße zu uns. Ein Brief in klarer und gebildeter Schrift. Da ist wohl ein Typ zugange, der das Volk verhetzt. Wo muss ich denn jetzt... Ich guck mal, was dieses Ausrufezeichen da bedeuten soll. Vielleicht... Plündern. Brief. Nehmen. Nee. Brief gefunden bei einer Adligen. Werte Lady Velina, mir ist bewusst, dass ihr Angst habt. Aber das Licht am Himmel sollte euch nicht schrecken. Es ist das Auge des Erbauers, der endlich zurückkehrt, um die Gläubigen zur goldenen Stadt zu führen. Verlasst die Diener eures Vaters und kommt herauf in die Hügel, weg von diesem sinnlosen Kampf zwischen Templern und Magiern.
dann stelle ich euch Verkünderin Anais vor. Sie wird alles erklären und wir können gemeinsam glücklich werden. Während wir darauf warten, dass alles auf der Welt wieder in Ordnung kommt, in liebender Erwartung, Lord Ferrand. Na, mit diesem Lord Ferrand werde ich mich mal unterhalten, wenn das geht. Und Karte gerönt. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ja, das kann ich mir leicht machen. Mal kurz dahin teleporten. Schnellreisen meine ich. Teleporten geht anders. La 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 la. Ich nehme an, das geht jetzt auch flott. Und jetzt. Es gibt nichts zu berichten. Es gibt nichts zu berichten. Dann berg nichts. Sir. So. Hallo Fuchs, dir tue ich nichts. Ich mag Füchse irgendwie. Letztens habe ich mal einen gesehen, der von einem Auto überfahren wurde. Das tat mir richtig leid. Verflucht, Ritz, wo steckst du nur? Oh, oh. Wupp. Und. Wupp. Sorry, du standst gerade wegen der Arme. Ich wollte jetzt gar keinen wieder erschießen, aber er stand dummerweise in der Schusslinie. Aua, Cassandra, Cassandra Schatz, würdest du mal bitte die Akro nehmen? Danke, danke, das war nett von dir, sehr zuvorkommend. Ich mag Cassandra, die hält mir die Prügel vom Leib. Da haben wir ein Elfenwürzelchen. Ich habe ja gesehen, dass es Inquisitionsboni gibt, die den Suchradius erhöhen. Der ist mit Sicherheit nützlich. Aber der ist jetzt nicht so nützlich, dass ich ihn so früh im Spiel unbedingt haben wollte. Da waren mir die 50% mehr für gelesene Codex-Eintrage dann schon lieber. Und was war das zweite, was ich hatte? Den zusätzlichen Trank oder so. Ring der Trennung. Zweischneidige Axt. Ein Plan, yay, ein Plan. Pläne sind immer gut. Ich sollte hier mal speichern, bevor ich hier Mist baue und außerdem und sowieso. Will ich da rein? Ja, ich will da rein. Öffnen. Hallo. Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es gibt kümmert hier keine sie nicht mehr, wen sie töten. Ja, wissen wir. Ist das der Ring eures Mannes? Ich fand diesen Ring bei einem Templer, den ich erschlagen habe. Das ist er. Seid gepriesen. Ihr und die Inquisition habt meinem Mann Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das bringt ihn mir zwar nicht wieder zurück, aber seine Seele kann nun Frieden finden. Genau wie ich auch. Schön, Cassandra stimmt tendenziell zu, nur tendenziell. Hallo? Was immer das heißen mag, tendenziell ist, stimmt ein bisschen zu, oder? Oder wie soll ich das verstehen? Die Verbote, warte mal, die Hinterlande. Probleme mit Wölfen kann ich noch nicht machen, da komme ich noch nicht hin. Templer im Westen, was ist das denn? Wenn ich schon mal das Thema Templer habe, dann schaue ich mir das mal an. Templer im Westen. Kontrolle über die Hinterlande. Begritz Clown. Templer im Westen. Die Kämpfe zwischen den abtrünnigen Magiern und Templern haben zahlreiche Flüchtlinge aus ihrem Zuhause vertrieben und bringen jeden in diesem Gebiet in Gefahr. Findet das Lager der Templer an der westlichen Straße. Ja, das sieht nach einer. Warte mal. Sieht nach einer Aufgabe aus. Liebe ist geduldig. Berichte Baron von Berliner. Ich glaube, das machen wir, weil ich den Brief in dieser Folge gefunden habe. Und dann schließen wir das doch zügig ab. Ich kann, glaube ich, schnell reisen wieder zu dem Lager. Genau, dann sparen wir ein paar Sekunden Aufnahme. Auf Reise. Theo, wir fahren nach, keine Ahnung wohin. Lodge jedenfalls nicht.
altes deutsches Lied. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Hä? Habe ich jetzt übernachtet oder was? Das war eigentlich nicht meine Absicht. Moment, Karte. Nein! Karte, habe ich gesagt, nicht Bogen. Ich werde wohl hier rum und dahin und Hüpfegas. Also nach Süden. Versuchen wir es mal. Aber ich hätte das schon gerne in dieser Folge ja, erledigt. Liebe ist geduldig, so wird dann wohl auch die Folge heißen. Berichtet Berin von Berlinas Tod. Da haben wir vorhin den... Flucht, Ritz, wo steckst du nur? Wie meinen? Da haben wir vorhin gekämpft. Da ist schon wieder irgendwas respawned. Das will ich jetzt mal wissen, was das ist. Ein Elfenwürzelchen. Hallo, hör auf zu lacken. Ja, bei einem Lack breche ich noch nicht in Tränen aus, aber wenn das überhand nimmt, ist das einfach kacke. Aber mit der neuen Grafikkarte läuft es schon recht zufriedenstellend. Ein paar vereinzelte Lacks noch. Audio hat es mir bisher nimmer total versemmelt. So, ich denke mal, ich muss da rauf. Hüpf mal. So, hüpf und hüpf. Genau, schaut ein bisschen affig aus. Aber mir schaut ja niemand zu, ne? Wir sind ja ganz unter uns. Hey, Elfenwurzel. Und da drüben ist noch irgendein Gedöns, das schaut seltener aus. Kristallsiegen, ja, da habe ich wirklich noch nicht viel. Wo kann ich denn eigentlich Inventar? Waffenrüstung, Werkstoffe wahrscheinlich. Kristallsägen habe ich gerade mal 3 Stück. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh oh. Moment. Ach Gott, bis ich die. Es dauert einfach noch zu lang. Da muss ich noch. Hopp. Tod. Totig. Und Flächenschaden. Bumm. Das hat gesessen. Moment. Ich sollte mal schauen, womit ich es hier zu tun habe. Templer-Bogenschütze. War's das schon? Die Gegner von heute sind auch nicht mehr da. Ich beobachte euch, Varric. Nur damit ihr es wisst. Na, da wird mir doch gleich ganz warm ums Herz. Was mache ich denn gerade? Nichts bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Varric Tethras, Paragon der guten Manieren, zu euren Diensten, Sucherin. Niedlich, die zwei. Die könnten sich ruhig öfters mal unterhalten. Mit Varric hast du auf jeden Fall... Oh, das sieht aber... War ich hier etwa schon mal? Naja, steht so aus. Jetzt gibt es ja nichts mehr zu plündern. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Hallo, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich da hochkomme. So rum eigentlich gar nicht. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Eieiei. Der Weg war umsonst. Also muss ich nach Osten? Wenn das überhaupt geht, wo ist nicht der Osten? Osten ist da. Scheiße. Nach Osten kann ich nicht. Nach Süden wahrscheinlich auch nicht. Norden. Osten wäre da. Probieren wir es und dann rechts abbiegen. Da vorne, irgendwo, dann nach Osten wenden. Ja, was ist das? Elfenwurzel, ja,
da kann man nie genug haben. Die sind für Heiltränke und so scheinbar. So. Was? Nee, da steckst du mir jetzt am Frack. Da krabbel ich jetzt nicht drauf. So selten sind sie dann wieder nicht. Das schaut aber gerade gut aus. Nee, ist es das wieder, wo ich schon mal vergeblich versucht habe hochzukommen. Nee, das geht ja sogar recht. Hallo, lesen. Ich habe irgendwas gefunden, Brief gefunden bei einem toten Tempel. Elendra, ich weiß nicht, ob diese Zeilen dich erreichen, aber was sollte ich sonst tun, als mit der letzten Kraft meiner zitternden Hände dir zu schreiben? Ob es nun die Magie dieser verfluchten Bresche ist oder ob der Erbauer mich für den Bruch meines Gelübdes bestraft. Jedenfalls ist das Ende nah. Die Schrecken sind öfter an meiner Seite als abwesend. Ich bin hierher gekommen, um bei diesen Gläubigen etwas Frieden zu finden. Aber ihre Gemeinplätze spenden keinen Trost. Falls mein Geist den Dämonen oder meiner eigenen Finsternis anheimfällt, fürchte ich, dass sogar ein geschwächter Templer noch zu viel Schaden anrichten würde. Ich habe einige bittere Kräuter zu mir genommen. Es wird bald vorbei sein. Ich wünschte, meine Schwäche hätte mich nicht davon abgehalten, dich zu treffen. Aufgrund deines Phylakterions wusste ich zwar, wo du bist, aber der Wahnsinn deiner und meiner Seite war eine zu große Kluft. Möge der Erbauer dich retten. Pass auf dich auf. Du brauchst keinen Zirkel, wenn du ihn in dir trägst. Liebe Matrin. Phylakterium. Also sie war wohl ein Magier, er offenbar Templer. Ja, hier heißt er bei einem toten Templer. Da war wohl... Ja, Phylakterien. Ich weiß, was ein Phylakterien ist, aber ihr wisst es vielleicht nicht. Ein Phylakterion ist ein Gefäß, oftmals eine Glasfiole, und enthält die Essenz eines magischen Wesens. Der Zirkel der Magie und die Kirche benutzen kleine Phylakterien, die mit Blut gefüllt sind, dass sie Magie-Schüler entnehmen, um Magier zu finden, die abtrünnig geworden und nun auf der Flucht vor dem Zorn der Templer sind. Bevor ein Schüler seine Läuterung besteht, wird sein Phylakterion im Turm seines Heimatzirkels aufbewahrt. Die Phylakterien der ersten Verzauberer befinden sich im Weißen Turm, einem Zirkel in Orlais und Trutzburg des Templerordens. Fiolen, die zu rechtmäßigen, aber mächtigen und umstrittenen Magiern gehören, liegen in gut versteckten und abgelegenen Orten. Einen dieser Orte aufzuspüren ist praktisch nur für Mitglieder der Kirche möglich, als würde man eine Nadel in einen riesigen Heuschober suchen. Ein Templer, würde ich sagen. Nein, wirklich, das habe ich auch schon herausgefunden. Ich habe schon hilfreichere Hinweise von Cassandra bekommen. So, aber wir nähern uns dem Ziel, hoffe ich. Oh, nee. Das schaue ich mir mal auf der Karte an. Ach du, meine Güte. Muss ich da irgendwie... Warte mal, vielleicht kann ich da rein. Hüpf. Tag. Ich kenne euch. An der Stelle muss ich schneiden, weil mir hat das Aufnahmeprogramm hat bei dem Versuch mit ihr hier zu sprechen die Aufnahme gestoppt. Ich weiß nicht warum, aus unerfindlichen Gründen. Es hat es einfach getan, wie in der Vergangenheit schon ein paar Mal in Dragon Age Inquisition. Irgendwie scheinen sich die zwei Programme nicht hundertprozentig zu verstehen. Und ja, ich habe schon 10 Minuten weitergespielt, war schon drin in der Sobald Festung. Sobald die Dämonen die Unwürdigen ausgemerzt haben, werden die Gläubigen erhoben. Ja, hilft nichts. Zum Glück hatte ich einen Autospielstand, der noch nicht so weit zurück war. Na? Also, wo ist er denn jetzt? Den Autospielstand hatte ich zum Glück. Deswegen waren es nur 10 Minuten, die ich rekonstruieren muss. Und ja, dann führen wir das Gespräch nochmal. Ich kenne euch. Hoffen, dass man nennt euch den Herold Andrastes. Aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Jo, ich... Warte mal. Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, weiß ich es selbst nicht. Genau wie ich es vermutet hatte. Die Geschichten, ihr würdet die Risse beherrschen, sind nichts anderes als blinde Ketzerei. Nein, ich kann die Risse schließen. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt.
Woran glaubt euer Kult? Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Und tschüss. Auf ein andermal. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Jo, das ist die Eintrittskarte gewesen. Jetzt kommen wir hier zumindest rein und diese Quest abgeben. Und die ich nehme an, es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzubeten. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Fällt mir schon wieder ein. Wie hat euch der Erbauer in diese Dann beanspruchen wir das hier mal. Wie die Inquisition. Meins. Ja, das darf ich jetzt nochmal vorlesen. Lornas Exil. Adel Tyrannon Guerins ältester Sohn wurde erst spät geboren und man hoffte allerorten, der junge Mann würde in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters treten. Bedauerlicherweise erwies sich Lornan Guerin in seiner Jugend jedoch als ausgesprochen faul und zeigte deutlich mehr Interesse daran, das Geld seines Vaters aufzugeben, als daran, sich um dessen Ländereien zu kümmern. In seiner Enttäuschung ließ der Adel ein Fort in den Bergen bauen, in das er Lornan anschließend schickte. Er sagte, sein Sohn dürfe erst dann wieder nach Redcliffe zurückkehren, wenn die Banditen, die die Berge heimsuchen, unter Kontrolle seien. Die allgemein anerkannte Geschichtsschreibung besagt, Lornan habe sich geändert, die Banditen ausgelöscht und sei dann als geläuterter Mann nach Redcliffe zurückgekehrt. Innerhalb der Familie hingegen wird geflüstert, der Mann, der nach Redcliffe zurückkehrte, sei in Wahrheit ein Soldat gewesen, der Lornan lediglich ähnlich sah. Es heißt, er habe in den Bergen tapfer gegen die Banditen gekämpft, während Lornan den Rest seiner Tage in der Behaglichkeit seiner Bergfeste verbrachte. Ein Auszug aus Lebendiges Redcliffe von Schwester Dorkan Berin. Jo, gut. Jetzt versuche ich das zu rekonstruieren, was ich vorhin auch gemacht habe. Dann jedoch hörte ich die Worte von Verkünderinnen immer auf das Anwesen eurer Familie. Ich habe dort mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Das werde ich jetzt auch wieder tun. Was? Moment. Hier. Hallo? Das muss eine Etage höher sein. Da vibriert mein Controller. Irgendwas muss da sein, irgendwas Besonderes. Das da ist Gold. Das habe ich schon vorhin gesucht. Vorhin waren 57, jetzt sind 56. Das ist also auch zufallsgeneriert. Ja, und das Amulett von Solas ist wahrscheinlich futsch, weil ich hatte ein Amulett gefunden in einer Truhe. Das habe ich dann Solas gegeben. Das kann ich dann wohl vergessen. Weil in der Truhe wird jetzt wahrscheinlich was anderes drin sein. Keine Ahnung, ich habe jetzt vergessen, genauer hinzugucken. Und darauf. Tja, in der Truhe war dieses Amulett drin. Aber vielleicht ist es... Jetzt ist eine Kunari-Streitaxt drin. Ach, wegen dem Ding bimmelt es. Okay. So. Plündern. 58 Gold. Und das hier ist... ein Ding. Irgendein Ding. Also, das ist es definitiv. Aua. Kriegst du doch heiße Pfoten, da hast du keine Handschuhe an. Oder hast du Handschuhe an? Nee, doch. Na dann ist ja alles gut. Nicht anstimmen. Hier ist noch irgendwas. Ihr spürt in diesen Zeichen am Himmel also nicht das Wirken des Erbauers? Und allein der Erbauer kann zusammenfügen, was durchtrennt wurde. Das habe ich vorhin nicht entdeckt. Ich denke also, der Erbauer will, dass wir noch keinen Ort weiter. Die Dämonen machen Jagd auf die Unschuldigen. Und dann lautet es da. Der Erbauer wird. Hier ist immer noch was. Okay, ja. Ich
Ich muss sowieso da rein. Warte mal, kann ich. Nee, kann ich durch die Wand nicht aufheben. Lass mich mal da durch. Mögen eure Reisen sicher sein. Hüpf mal da rüber. Hallo. Dann halt nicht. Da oben auf dem Dach scheint was zu liegen. Plündern. 54 Gold, jo, kann man nicht meckern. Das Spiel meldet immer noch, dass hier was ist. Friede sei mit euch. Vorhin lag doch da was auf dem Dach oder irgend so ein Sack. Naja. Plündern. Baumwolle, Schlangenstein. Klingt cool. Friede Na? Sei mit euch. Das waren 59 Gold. Ihr wisst ja richtig reich. Das liegt hier einfach so rum. Du mit deiner Konari-Streitäxte. Das ist einer der wenigen Gegenstände, mit denen ich momentan so überhaupt nichts anfangen kann. Naja, ein bisschen Gold sind sie auch wert. Aha, was haben wir denn da? Friede sei mit euch. Die Getränke von Tedas, Mint, neuen Romanzrose, eine Wohltat für die Nase, ein Erlebnis auf der Zunge und seltsamerweise ein verrücktes Flüstern in den Ohren. Dieses Getränk wird als wehmütiger Geist beschrieben und beflügelt denselben auch. Es ist das Meisterwerk eines Winzers. Also das ist mir vorhin entgangen. Jetzt gehen wir mal die Questliebe ist geduldig. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Velina sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Ich fand ihren Leichnam. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Velina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Tretet der Inquisition bei. Ihr liest sie im Stich geheim. Nee, tretet der Inquisition bei. Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Meine Männer und ich werden unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke euch. Kassandra stimmt tendenziell zu, macht plus eins. Begrüßungszeremonie. Emissär gewonnen. Kann ich die eigentlich irgendwo nachschauen? Das. Nee, das ist kein Charakter, sondern irgendwie. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Nochmal Macht. Also Macht plus 1. Jetzt fehlen mir noch 2 Macht für die Sache mit den Magiern. Ja, an der Stelle schließe ich mal die Aufnahme. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.